Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin noch im Menü, weil ich Pause gedrückt habe. Wir sind noch genau da, wo wir im letzten Part aufgehört haben, nämlich auf dem Weg zum Sora-Dorf. Und wir mussten uns ja schon ganz schön mit Echsen prügeln, die hier mit Elektrofeilen arbeiten. Das ist richtig mies, zum Teil jedenfalls. Wenn man da nicht aufpasst, wird man da ganz schnell gesäbt und das tut weh. Voll, weil hier überall Wasser ist. Die Kröte ist einfach hochgeklettert. What the fuck? Oh Mann. Naja. Ja. Wir haben außerdem mal wieder einen Hinox gekillt. Also, ja. Also, die gleiche Boss-Variante, wie wir auch schon in einem früheren Part gekämpft haben, nur als Skelett-Version. Diesmal war es eine Fleisch-Variante. Und, ja. Der war ein bisschen einfacher, tatsächlich. Also, die Skelettvariante war da schon deutlich schlimmer. Und ich glaube, die Echse ist gerade versteinert. LOL. Macht die das zur Tarnung? Alter, die hat gerade eine Mücke geschnappt, oder? Habt ihr das gesehen? Voll gesäppt hier. Ha. Oh, Exhalos Schwanz, nice. So. Da war eine Kiste, ne? Oh, 100 Rubine, nice. Alter, was ist ja so voll das Waffenlager hier von den Exphalos, ey. Ein Soldaten, zwei Händler, hier liegen nochmal Exphalos-Sachen. Hier liegt sogar so ein Schild. Aber ich habe keinen Platz. Beziehungsweise, ich könnte jetzt, ja gut, hier wegwerfen, weil fast kaputt. Wegwerfen, weil fast kaputt und schwach. Dann nehme ich diesen Schild mit. Und hier liegt auch noch einer, nehme ich den auch noch mit. So, ganz einfach. Dann liegen hier noch Waffen rum. Beziehungsweise hier ist ein starker Schild. Ich wollte einen wegwerfen, so. So, dann nehme ich den nämlich so mit. Wo ist die Frage? Geht es hier noch so eine Kiste? Ich dachte gerade, weil... Also nicht diese Schatzkiste, sondern sowas. Weil das war mir jetzt gerade ein bisschen verdächtig. Es gibt bloß die da unten, ne? Muss ich die von da unten holen? Nein, 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 nicht abrutschen. Bleib oben, bleib oben. Das war jetzt so ein Gedankengang, aber irgendwie bin ich jetzt zu faul, um das auszuprobieren. Weil... die Kisten lassen sich ja bewegen, weil das Muster kaputt. Nee, dann wird das, glaube ich, anders sein. Ich werde es bereuen, wahrscheinlich. Aber sowieso. Da war ein Octorok, ne? Alter, was ist das für ein Dicker? Ja. Ah. Alter. Na, die haben ja Bock, ey. Fucking Octoroks, Mann. Zitterforelle, okay. Kann ich mich gegen Elektrizität schützen? Octorok-Auge. Man kann Medizin daraus herstellen oder es verkaufen. Soll sich anderweitig verwenden lassen. Okay. Diesen Octorok-Ballon habe ich auch noch nie benutzt. Ich weiß auch nicht genau, was ich davon für einen Effekt zielen soll. So, hier brauchen wir wieder Bomben. Nehme ich mal gerade so einen Cube. Das fetzt voll weg, das Zeug. So, dann... ja. Zurück auf den Weg, würde ich sagen, ne?
bin ja ein bisschen abgedriftet schon wieder. Aber das ist bei dem Spiel, denke ich, auch kein Wundernis, ne? Also, das ist ja was völlig Normales, dass du vom Weg abkommst und hier was entdeckst, da was entdeckst und überall was entdeckst. Und ja. Ich glaube, das kann man mir nicht übel nehmen. Das kann man in so einem Spiel keinem übel nehmen. Und hier kannst du wirklich alles erkunden. Es gibt Leute, die würden jetzt vielleicht ganz da hochklettern. Oder sicherlich auch sich die Frage stellen, was da oben noch zu entdecken ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass hier im Gebiet irgendwo sicher auch Schreine sind. Also auch gerade hier so in den Bergen und so. Was ist denn ganz da oben? Das ist ein Baum. Da hinten kann man, glaube ich, schon das Sora-Dorf sehen. Kann das sein? Ja. Und das ist auch ein Schrein da beim Sora-Dorf, oder? Das sieht so nach Schrein aus. Den haben die wahrscheinlich auch dahin platziert, damit man sich eben dann dahin teleportieren kann. Gut, kann man natürlich so machen. Man hätte natürlich auch als Spielentwickler sagen können, wir machen jetzt einen Teleportpunkt an Sora-Dorf. Aber dafür sind die Schreine da. Okay. Hallo Link! Hier bin ich, hier unten! Alter, hast du ein lautes Organ. So nah doch so fern, was? Aber ich wusste, dass du diese Brücke überqueren würdest. Nicht mehr lange, dann kommst du zum Dorf der Soras. Ich schwimme schon mal vor, wir sehen uns dann im Dorf. Oh nein, Link! Von hinten kommt der Monster auf dich zu, pass auf! Ja, nee, ist klar, du wirst mich jetzt nicht runter, ne? Wow. Hattest du aber vor, du Wichser. Oh, oh, ganz böses Wort. Entschuldigung, Entschuldigung. Lässt sich nicht mehr erinnern. Video ist getaggt. Kraftausdrücke. Ist vorbei. Aber ihr habt's gesehen, ne? Da ist ein Stein und da ist ein Steinkreis. Da ist ein... Da ist ein Krog auf der Insel da, genau. Ich nehme dir jetzt mal dieses Blattsymbol und markiere mir das mal, weil ich will jetzt da nicht runterspringen, weil ich mich noch nicht teleportieren kann. Endlich mal wieder einen Marker benutzt, ja, das ist ja, keine Ahnung, ewig und drei Tage her. Und bisher habe ich sie, glaube ich, eher unnötig benutzt. Also von daher... Da muss man ja immer links, rechts hier laufen, um die scheiß Pilze einzusammeln. Ich würde es ganz genauso machen, wenn ich das Spiel entwickelt hätte. Ja, ja. Steht hier schon wieder? Auch einfach nur irgendwie Holz. Ich bin einfach ein Jäger. Tut mir leid. Alle Tierliebhaber werden mich hassen, aber... Ich bin so. Dafür lasse ich den Fuchs da oben leben, ja? Gern geschehen. Bisschen Hyrule-Gras. So. Ein Blitzmagier, wartet mal. Dem werde ich einen eisigen Empfang bescheren. Wartet, wartet. Warte. Boah, voll daneben. Zack. Und... Batz! Ritterschwert geht gleich kaputt, jo. So, den Elektrostab brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Wir haben einen. Und wir haben sogar einen Blitzstab. Also da. Oh, hier ist ein Reiseschwert. Das müssen wir doch dem in Dings. In. Wie heißt das jetzt wieder? Och, ich kann mir den Namen nicht merken. Hateno, ne? Hier, ja, Hateno. Der Junge wollte ein Reiseschwert von uns sehen. Ne? Diese Waffennebenquest. Was ist das für eine Lanze? Eine Duo-Exal-Lanze.
Die stärksten Exalfos-Krieger verwenden diese Lanze. Es ist schwierig, damit etwas zu durchstoßen, aber ihre Doppelspitze kann schwere Wunden reißen. Aber die Waffentasche ist voll. Also mein Schwert geht gleich kaputt, aber es ist halt die Frage, ob ich das Reiseschwert... Ich lasse es mal hier stecken. Wartet, wartet, wartet. Ich lasse das Reiseschwert hier stecken. Und mache einen Schwertmarker, so. Dann weiß ich, da ist ein Schwert und, ob ich das allerdings als Reiseschwert wiederfinde, weiß ich nicht. Das sieht doch verdächtig aus hier. Die Geschichte dieses Volkes, der Soras, erster Zusatz, König Dorephan entzieht einem Besucher das Gastrecht. Um das 100. Jahr der Herrschaft von König Dorephan durchquerte ein verehrter Wächter das Soraner Hochland. Er drang ins Dorf ein und wütete schwer. Die Soldaten waren machtlos, ihre Speere hinterließen kaum einen Kratzer. So marschierte König Dorephan bis zu den Toren des Dorfes und stellte sich dem mechanischen Biest entgegen. Mit aller Kraft packte er den Wächter und schleuderte ihn in den Abgrund. Er schlug hart auf den Felsen auf und hörte alsbald auf, sich zu bewegen. Seine Untertanen, zutiefst bewegt von dem mutigen Tat, priesen ihrem König. Die Narbe auf des Königs Stirn erinnert noch heute an diesen denkwürdigen Tag. Oha. Ja, auf den Sora-König bin ich ja auch mal gespannt, ne? Gibt's eigentlich die Hüter in diesem Spiel? Sprich, gibt es hier einen Deku-Baum? Gibt es hier einen Jabu? Gibt es... Ja, Goron auf jeden Fall. Also in Wind Waker war es ja dann Dings, war es ja Valu, war es ja ein Drache. So gesehen gab es ja auch einen Drache in Ocarina of Time, nämlich Volvagia. Allerdings war der ja dann böse. Also insofern weiß ich jetzt nicht... was mich da noch erwarten könnte. Naja gut, wir gehen erstmal weiter. Hier oben auf den Bergen sehe ich jetzt erstmal nichts. Wir müssen runter auf die Straße, ne? Ja, wir müssen den Weg hier runter. Da kommen wieder Gegner. Ritterschwert zerbricht gleich, warte. Und zack! Oh. Das ist kein Bogen. Wann lerne ich das? Affen sind keine Pfeile. Die fliegen nicht so weit. Du hast mich zwar gesehen, aber du hast mich zu spät gesehen. Moblanze, toll. Das ist wieder so ein Gammelmüllgegenstand. Dann lasse ich es jetzt lieber leer. Ich könnte natürlich jetzt zurückgehen und mir irgendwie eine Waffe holen, aber so ein Plätzchen frei ist auch mal ganz gut. Also wird es nicht lange dauern, dann finden wir eh wieder was. Spätestens im Soradorf kriegen wir bestimmt Sachen. Bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht kriegen wir ja im Sora hier auch... In Soradorf generell neue Ausrüstung. Was ich mir jetzt tatsächlich vorstellen könnte, ist, dass es ein Sora-Gewand oder sowas gibt. Irgendwie, oder eine Sora-Rüstung. Also mit Gewand bin ich jetzt vorsichtig. Also ich meine jetzt tatsächlich nicht das traditionelle blaue Sora-Gewand. Weil hier gibt es ja irgendwie keine traditionellen Gewänder anscheinend. Oder vielleicht am Ende, keine Ahnung. Aber so, sondern irgendwie halt eine Sora-Rüstung. So eine, ja. Die Geschichte. Okay, da ist erstmal schöner Tippfehler. oder ist das so gewollt? Die Geschichte des Volkes der Soras, siebter T. Die Sage von dem Helden, der den Leu bezwang. Die von Devrian, König der Soas. Alter, da fehlen echt Buchstaben. Ich glaube, das ist. Doch dann kam ein Hylianer, dem es gelang, die Bestie zu überlisten und im Dorf den Frieden zurückzubringen. Der Sora-Helm, den er trug, wird seitdem
in einem Heiligtum nahe des Sees im Norden des, keine Ahnung, aufbewahrt. Lob preist seine tapferen Taten des Helden Lee. Wahrscheinlich Link. Die Schrift ist arg verwittert, das kann man ja kaum noch lesen. Okay, es. Ja, okay. Eben habe ich noch von Sora-Rüstung gesprochen, also Helm der Soras, ne? Wurde da erwähnt. Aber wenn wir zum King gehen, dann wird er bestimmt sagen, ey yo, Link, schön dich wiederzusehen. Und dann wird er uns sicher helfen. Ja, super, Schrein in der Nähe, den sehe ich auch da vorne. Das ist hier direkt am Sora-Dorf. Wie ich sagte, im Sora-Dorf gibt es einen Schrein. Damit man sich da eben hin teleportieren kann. Ey, das sieht richtig schön aus hier. Also die Gebäude. Dorf der Soras. Die Musik beginnt auch schon. Jetzt wollte ich gerade der Musik lauschen. Es ist das. Ja, es ist die Musik der Soras. Die man auch schon kennt. Natürlich ein bisschen variiert, aber... Oh! Ich habe auf dich gewartet, Link. Willkommen im Dorf der Soras. Komm mit, ich stelle dich dem König vor, hier entlang. Ich glaube, der kennt uns schon. Ja. Oh, schön. Oh. Interessant, dass sie nicht irgendwie unter... Ja gut, unter Wasser sind sie auch nicht. Sind sie ja auch eigentlich nicht. Außer in Oracle of Ages, da sind sie tatsächlich unter Wasser. Oh, man kann auch da runter, okay. Oh, wie schön das ist. Oh. Ah, wir kennen uns doch. Wir haben uns am Führerfluss getroffen, weißt du noch? Ich bin's, Letogan. Danke, dass du gekommen bist. Aber genug geredet. Wärst du so freundlich, König Dorefan aufzusuchen? Hm. Wenn du den Prinzen suchst, geh einfach zum Thronsaal. Oh, es ist so schön. Wer ist das? Ja. Guten Tag. Bist du ein Hylianer? Gut beobachtet. Ich sollte mich vorstellen. Mein Name ist Amol. Ich bin die Sekretärin der königlichen Familie. Ist dir die Statue der großen Mifa aufgefallen? Ja, aber wer ist das? Ich hoffe, es nicht... Ach so, Mifa, war das nicht eine Recke? War eine Reckin dann in dem Fall? Ich hoffe, es ist nicht zu anmaßen, wenn ich dich in dieser Form belehre. Diese Statue bildet die große Mifa ab, die einst der Recke der Soras war. Ja. Sie war wunderschön und herzensgut. Durch das Auflegen ihrer edlen Hände heilt sie die Wunden der Krieger unseres Dorfes, so sagt man. Die Krieger von damals sind mittlerweile alle gebeugte Greise. So kommt es, dass die Alten unserem Dorf Mifa am glühendsten verehren. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du sie ja selbst dazu befragen. Ja, die wird sich freuen, dass ich wieder da bin. Willkommen. Ey, das ist mal voll ein Corona. Hey. Hey, Grinsebacke. Ach, der grinst jetzt nicht so wie die anderen. Jo. Hallo. Du bist ein Lerner, oder? Nicht viele von euch hier in der Gegend. Ich war auf Reisen und bin dabei Prinz Sidor begegnet, der mich dann hierher eingeladen hat. Ich kann zwar Elektropfeile anfassen, ohne ein Gewicht zu kriegen, aber anscheinend bin ich etwas schwer. Prinz Sion meint, wenn er mich auf den Rücken nimmt, landen wir auf dem Grund des Stausees. Das hätte er schon etwas diplomatischer formulieren können. Alter, du bist halt ein Gorone, du bist ein Stein, du bist zwei, du bist fünf Steine, du bist ein Felsen, was weiß ich. So, der Hylianer, wegen dem wir unsere Mifa verloren haben, läuft also hier herum, als wäre nichts. Was willst du hier? Ja, sind wir hier? Waffenschmiede.
Was machst du? Lanzen reparieren. Lanzen. Die Lichtschuppenlanze, die Zeremonielanze. Egal, was für ein Getöse du hier machst. Solange du nicht die Lichtschuppenlanze besitzt, brauchst du gar nicht herumzukommen. Jetzt hau schon ab. Okay, der ist pisst. Okay, hier kann man Zutaten kaufen. Eispfeile kann man kaufen. 20 Rubine das Stück. Also das Bündel kostet 80. Fünfer Bündel kostet 80. Holzpfeile haben wir jede Menge. Soll ich Eispfeile kaufen? Nee, erstmal nicht. Ich kaufe jetzt erstmal keine Pfeile. Du hast Fische im Angebot noch. Okay. Hier drüben kann man übernachten. Ja, ich weiß es doch. Ihr wollt, dass ich in den Schrein gehe, oder? Ich meine, hier ist nicht umsonst ein Schrein. Hier ist der Neji Yoma Schrein. Und hier ist eine Waffe. Ein Sora-Großschwert! Gewaltiges Schwert aus einem besonderen Metall. Soras bevorzugen Lanzen, aber bei Hylianern ist dieses Schwert aufgrund seiner eleganten Gestaltung sehr beliebt. Ey, das sieht echt nice aus. Ich will das mitnehmen. Hier, die Gammellanze weg. Her damit. So, okay. Jetzt aber hier Dungeon öffnen. Ja, diesmal mache ich es richtig. Und jetzt Dungeon betreten. Ach, Dungeon, Schrein. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja, ist klar, was ich meine. Ne, ist doch klar, logisch. Sagt zwar 20.000 Mal Dungeon, aber mein Schrein ist so logisch. Heben und senken. Neji Yoma Schrein. Okay, hier brauche ich eine Kugel. Und wahrscheinlich das Kryo-Modul. Ja, falscher Knopf. Vorsicht. Ja. Okay. Das ist die Kugel, die ich mitnehmen muss, wa? Wartet mal, wie verhält sich das Ding, wenn ich das jetzt da runterschubse? Wie die anderen wahrscheinlich auch, ne? Nee, ich kann es jetzt nicht bewegen. Das heißt, ich muss es mit diesen Säulen machen. Deswegen heben und senken. Schön ist dort oben. Man hat sogar dort oben Gitter, das heißt, die wollen vielleicht sogar von mir, dass ich da... Oh fuck, jetzt rollt die Kugel da gleich in den Abgrund, ne? Ohne Sora-Lanze, dafür habe ich keinen Platz. Ja, nee, will ich jetzt aber auch nichts weglegen dafür, um ehrlich zu sein. Au. Und die Kugel ist im Abgrund. Naja, ich sehe schon, die Kugel müsste hier landen, dass sie da, obwohl, wenn sie da runterrollt, kommt sie ja genauso hier an. Sie muss ja aber hier hin. Wie kriege ich die hier hin? Ach so, indem man hier vielleicht dann eine Brücke baut, dass man... Ja, doch.
Das könnte funktionieren. Aber noch befinde ich mich im Konjunktiv. Das heißt, ich muss aber auf jeden Fall das Ding wieder zumachen. Es kommen momentan keine anderen Steine mehr. Das finde ich gerade mal gut. So, hier habe ich ja eigentlich keine andere Möglichkeit, außer sie hier runter zu schubsen. So, jetzt liegt sie da. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ah, ich Vollidiot. Ja, logisch, ich muss sie hier an der Ecke dann stoppen. Ah, ja, ich hat's fast. Oh. Eigentlich easy. Eigentlich easy. Okay. Das werde ich dann aber beim nächsten Part machen, weil das dauert zu lang. Wir sind schon, ja, fast bei 30 Minuten. Ja, reicht für diesen Part. Und deswegen sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben das Zoradorf erreicht. Richtig nice. Und die Musik ist da richtig wunderschön. Es sieht wunderschön aus. Der eine Sora ist ein bisschen mad, aber naja. Wird sich klären und dann, wenn wir beim König sind, wird sowieso einiges anders. Und vielleicht werden wir eine Reckin treffen, die uns kennt. Dann kriegen wir vielleicht noch ein paar Erinnerungen oder so. Mal gucken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Eure Meinung ab in die Comments. Und beim nächsten Mal wieder einschalten. Euer Onion sagt ciao, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut.